Wenn du in ein Lager, wie zum Beispiel in ein Pfadilager gehst, braucht es diverse Sachen, die du einpacken musst. In diesem Video zeigen wir dir, was auf deiner Packliste für dein nächstes Lager nicht fehlen darf. Als erstes braucht es natürlich mal einen grossen Rucksack oder eine Tragtasche, wie zum Beispiel eine Tafel. Für zum Beispiel in ein 3-tägiges Pfingstlager empfiehlt sich hier ein Volumen von rund 45 bis zu 60 Liter. Natürlich je nachdem, ob du draußen schlafst oder drinnen und wie das Wetter für diese Zeit aussieht. Dazu empfehlen wir dir, für einen Tagesausflug auch einen Tagesrucksack dabei zu haben. Hier ist ein Volumen von rund 14 bis zu 30 Liter praktisch. Wenn du lieber einen grossen Rucksack dabei hast, wie ich das halb bevorzuge, dann bieten sich zum Beispiel auch Tagesrucksäcke an, wie zum Beispiel der Matador Freerain. Der lässt sich nämlich komplett verpacken und in einer relativ kleinen Packmasse mitnehmen. So kannst du den ganz einfach irgendwo in deinem grossen Rucksack verstauen und brauchst auch nicht extrem viel Platz drin. Wenn du lieber eine Tafel mitnimmst, dann eignen sich aber zum Beispiel auch Tagesrucksäcke wie hier, unser Scout Pack 32. Und selbstverständlich kannst du auch einen ganz grossen Rucksack mit einem normalen Tagesrucksack kombinieren. Da kommt es natürlich auch immer ein bisschen darauf an, was du vielleicht schon bereits daheim hast. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass ein Rucksack mit einem Hüftgurt körperschonender ist, als eine Tasche mit sich mitzutragen. Zudem hast du natürlich mit einem Rucksack auch immer deine Hände frei. Den Rucksack packen wir jetzt mit Sachen aus den folgenden Kategorien. Auf der einen Seite die Schuhe, Bekleidung, was sicherlich den grössten Teil macht, Hygienenartikel, allgemeine Ausrüstungsgegenstände und zum Schluss Schlafmaterial. Das Wichtigste ist, dass du mindestens ein Paar Schuhe dabei hast, die für Aktivitäten draussen geeignet ist. Das heisst, sie sollten robust sein, einen guten Halt bieten, sie sollten eine gute Sohle aufweisen und im besten Fall sollten sie auch eine wasserdichte Membrane haben. Ob das normale Wanderschuhe sind oder zum Beispiel so Trekkingschuhe, das ist komplett dir überlassen. Wer ohne grosses Gepäck ins Lager anreisen will, der legt die Schuhe bereits bei der Anreise an. Ansonsten kannst du die Schuhe natürlich auch direkt in den Rucksack hineinpacken. Und zur Anreise legst du nachher deine Lieblingsturnschuhe an. So hast du ein zweites Paar Schuhe dabei und kannst je nach Aktivität wechseln. Oder auch für drinnen als Hausschuhe brauchen, wenn dein Lager irgendwo in einem Pfadiheim stattfindet. Und wer es drinnen übrigens besonders gemütlich haben will, dem empfehlen wir auch noch ein paar Finken mitzunehmen. Wenn du in ein Lager aufbrichst, dann hast du natürlich bereits diverse Bekleidung an. Hoffen wir auch. Wer in ein Phila geht, hat sein Pfadi, Zevi oder Jungscharhemmli dabei und dazu ein Foulard von seiner Abteilung. Je nach Wetter nimmst du am besten natürlich auch noch einen Pullover, wie zum Beispiel der Abteilungspullover von deiner Pfadi mit. Ebenfalls griffbereit solltest du eine Regenjacke haben, was sowieso eigentlich auf keiner Packliste darf fehlen. Genauso empfehlen wir dir aber auch ein paar Regenhosen mitzunehmen, die je nach Anreise ebenfalls schnell angelegt werden können. Zudem gehören 2 bis 3 T-Shirts für normale, aber auch für schweißtreibende Aktivitäten definitiv auf deine Packliste. Gerade bei schweißtreibenden Aktivitäten empfehlen wir den Einsatz von Merino-Wolle. Sie ist nämlich schnell trocknend und geruchshemmend. Für im Lager solltest du natürlich pro Tag entsprechende Unterwäsche und Socken dabei haben. Zusätzliche Wandersocken schaden definitiv auch nicht. Nebst den Hosen, die du bei deiner Anreise hast, sollten für Aktivitäten draussen ein paar Wanderhosen mitkommen. Hier können zum Beispiel Zip-Hosen sehr eine praktische Lösung darstellen. So musst du nämlich nicht extra noch ein paar Shorts mitnehmen und bist auf Wetterschwimmen sehr gut gerüstet und kannst reagieren, wenn es mal kühler würde werden. Apropos kühler, nimm doch am besten auch noch ein Vlies oder eine dünne Isolationsjacke mit. Wenn es am Abend mal frisch wird oder Aktivitäten bei garstigem Wetter stattfinden, hast du so eine wohlige Wärme parat. Und als letztes sind ein Pyjama oder zum Beispiel ein paar Trainerhosen definitiv nicht verkehrt und machen deinen Alltag im Lager so richtig bequem. Und noch ganz wichtig, ein Cap oder ein Sonnenhut, sodass du dich bei Aktivitäten effektiv gegen einen Sonnenstich schützen kannst. Am einfachsten ist ein passendes Toilettentäschchen. Besonders praktisch sind dabei Täschchen mit einem integrierten Haken, weil so kannst du das überall aufhängen. Was das in das Toilettentäschchen reinkommt, das ist natürlich individuell. Zahnbürstchen, Zahnpasta, Deo, Duschgel und ein Shampoo gehören aber definitiv rein. Und was vielmals vergessen geht, eine gute Sonnencreme. Eine gute Dusche ist nur halb so schön, wenn du die nicht entsprechend abtrocknen kannst. Also pack am besten auch noch ein Tüchli ein. Das muss nicht ein grosses und dickes Frottetüchli sein, das können ja ganz dünne und kompakte Mikrofasstücher sein, wie zum Beispiel das Cancun Hyperlight, das wir hier bei uns im Shop drinnen haben. Zu den weiteren Ausrüstungsgegenständen zählt, wie könnte es so anders sein, ein Schweizer Sackmesser. Egal ob für draussen, für deine Servela einzuschnitzen oder einfach nur für eine Schnur zu schneiden. Ein Sackmesser hilft in jeder Situation und ist extrem praktisch. Und fast genauso wichtig wie ein Sackmesser ist eine Stirnlampe.
Es ist einfach extrem praktisch, für wenn du im Zelt übernachtest, aber auch wenn du in einem Pfadiheim in der Nacht auf den Weg zum WC machst. Und erst recht bei nächtlichen Aktivitäten im Wald. Diese beiden Sachen sollten nie in deinem Rucksack fehlen, unabhängig davon, ob du in ein Lager gehst oder irgendwo auf einer Wanderung bist. Dazu packst du am besten auch noch eine gute Sonnenbrille, Zündhölzchen oder ein Feuerzeug und einen Block mit einem Schreibstift, ein bisschen Schnur und dein Liederbüchlein ein. Und zum Schluss sollte auch eine gute Trinkflasche nicht auf deiner Packliste fehlen. Am besten eignen sich hier gerade Thermosflaschen, die deine Getränke sowohl kalt oder auch heiß behalten. Und übrigens, abhängig wo dein Lager stattfindet, sollst du auch noch zusätzliche Verpflegungsgegenstände wie zum Beispiel ein Tauer, ein Tassli oder Besteck mitnehmen. Beim Schlafmaterial kommt es ein bisschen darauf ab, wo dein Lager stattfindet. Wenn ihr draußen irgendwo in einem Zelt übernachtet, braucht es einen Schlafsack und eine Isomatte. Im Lager im Frühling und im Herbst empfehlen wir einen Schlafsack mit einem Komfortlimit von rund etwa 5 Grad oder wärmer und eine Isomatte mit einem R-Wert zwischen 2 und 3. Für im Sommer bieten sich aber auch Schlafsäcke mit einem höheren Komfortlimit und einer Isomatte mit einem ISO-Wert zwischen 1 und 2 an. Wenn du übrigens mehr über Isomatte und Schlafsäcke erfahren willst, dann schau doch unsere Videos darüber an, wo dir Mayra mehr darüber erzählen kann. Wenn dein Lager irgendwo drinnen ist, dann reicht ein leichter Schlafsack oder bestenfalls sogar ein Innenschlafsack. Und wenn du draußen schlafst und noch ein bisschen mehr Komfort willst, dann nimm doch am besten noch ein kleines Kopfkissen mit. Das sind also die Sachen, die auf jeden Fall auf deiner Packliste stehen sollten. Aber klar können noch Sachen wie zum Beispiel Ladegerät, Powerbank, Kompass oder Feldstecher dazukommen. Schreib doch mal in die Kommentare, was auf deiner Packliste nicht fehlen darf. Wir hoffen, dir mit dieser Liste die Vorbereitung auf dein nächstes Lager zu vereinfachen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns doch ein Like, folge unserem YouTube-Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Video.